So, Freunde, der Alpenföhn Blackridge im Bereich von 47 mm, jahrelang wirklich die unangefochtene Nummer 1 gewesen und ja, auch in meinem eigenen System verbaut. Ist das Ganze mit meinem B650e ITX von Asus kein Problem? Ja, in dem Velka 7 mit RTX 4070, Founders Edition und ja, alles in einem kompakten kleinen Case. Nur weil es klein ist, heißt das nicht, dass man auf Kühlung verzichten muss und entsprechend gibt es jetzt nach mehreren Revisions vom Blackridge einen neuen 47 mm CPU-Kühler von Alpenföhn. Den Panorama 2, den habe ich heute hier für euch, ein richtig spannender SFF-ITX-Kühler. Und den schauen wir uns heute im Direktvergleich an. Und zwar werde ich heute für euch in Erfahrung bringen, welcher der beiden CPU-Kühler im Bereich von 47 mm der bessere ist und dann letzten Endes in meinem eigenen Rechner landet. Wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns gleich nach der Nachricht des heutigen Sponsors. Ja, und der heutige Sponsor des Videos ist Thermal Grizzly mit dem CryoSheet, soweit dem Nachfolger des Carbonaut. Endlich soweit ein Wärmeleitpad, das es mit herkömmlicher Wärmeleitpaste aufnehmen kann und diese sogar in manchen Szenarien aussticht. Ja, das CryoSheet ist wirklich ein ultra dünnes Graphenpad, welches die Funktion eurer Wärmeleitpaste entsprechend zwischen CPU und CPU-Kühler übernimmt, unglaublich widerstandsfähig ist und zudem die Wärme unglaublich gut leiten kann. Dadurch, dass das Ganze eben ein Pad ist, kann man das Ganze eben von System zu System wiederverwenden. Ja, und man hat eben gegenüber Wärmeleitpaste ganz klar den Vorteil, dass zwischen jedem Mal, dass ihr das CryoSheet zum Einsatz bringt, die Temperaturen nicht abweichen, weil das Pad ist immer gleich groß, immer gleich perfekt angebracht gegenüber Wärmeleitpaste, die entsprechend, ja, wenn ihr den Klecks macht, sich nicht vielleicht in jede Ecke richtig ausbreitet und das weiß man erst, wenn man den Kühler wieder demontiert. Zudem trocknet Wärmeleitpaste aus, das habt ihr mit CryoSheet nicht. Auch nach mehreren Jahren wird das CryoSheet immer noch dieselbe Performance abgeben. Wenn Wärmeleitpaste irgendwann mal trocken ist, dann wird sie nämlich spröde und leitet eben nicht mehr. Und dann muss man sie austauschen, das ist mühselig und zusätzlich, je nachdem wie komplex euer PC ist, vielleicht auch nicht immer möglich. Also wenn euch das CryoSheet soweit interessiert, findet ihr die Links dazu natürlich unten in der Infobox. Hello. Been a long, long time, can't get you off my tired mind. Shadow. So, Freunde, ihr kennt ja mein Velka 7 System. Es ist inzwischen die Revision 3. Ja, so schaut das Ganze aus. Klein und kompakt mit der RTX 4070 Founders Edition. Und ja, wenn wir uns die Vorderseite anschauen, dann kann man es hier schon erahnen. Ja, der CPU-Kühler, den ich im Alltag verwende, ist der Alpenföhn Blackridge. Entsprechend gibt es ja noch unter Vorbehalt ein AM5 Mounting Kit, das man dann entsprechend nachrüsten kann. Und ja, so habe ich das Ganze hier verbaut. Und wenn man sich das Velka 7 anschaut, ja, dann passt das wirklich wie die Faust aufs Auge. Wir haben hier bis nach ganz oben die Heatpipes. Ja, und ansonsten füllt der Kühler hier die gesamte Fläche perfekt aus. Also ich bin gespannt, ob wir jetzt hier einen würdigen Nachfolger gefunden haben. Ja, denn nach dem Alpenföhn Blackridge kommt jetzt von Alpenföhn etwas Neues. Ja, etwas Neues, ultra kleines, kompaktes, und zwar der Panorama 2. Der Panorama hat auf jeden Fall eine lange Geschichte aus dem Hause Alpenföhn und der Panorama 2 versucht jetzt so die Legacy sozusagen fortzuführen. Ja, und mit bis zu 95 Watt TDP ist auch hier, denke ich, der Kühler ziemlich gut geeignet für das, was wir damit vorhaben. Wir können uns hier auf jeden Fall die Spezifikationen anschauen und sehen, dass das Ganze hier mit 47 mm Bauhöhe, ja, so ziemlich identisch ist wie der Blackridge, nur eben unterschiedlicher könnten diese zwei Kühler nicht sein. Das hier ist ein Topblower, sprich der Lüfter, 92 mm wird auf dem Kühlkörper montiert und pustet die Luft drauf. Hier haben wir es so, dass der Lüfter unter dem Kühler montiert ist und entsprechend durch dieses Finstack die Luft von außen reinzieht. Wir können uns mal hier die Spezifikationen vom Blackridge anschauen im Direktvergleich. Ja, beide sind 47 mm groß und das Gewicht, ja, inklusive Lüfter, liegt bei 438, hier bei 350. Ja, also der Panorama scheint hier auf jeden Fall etwas kleiner in der Gesamtmasse zu sein. Was hier aber diesen Kühler hier ausmacht, ja,
ist eben die Bauhöhe von 47 mm. Also wenn wir uns überlegen, ein ähnlicher Kühler, ja, aus dem Hause Noctua, der Noctua NHL9 hat 37 mm. Ja, und ist daher einfach in vielen Szenarien anderen Kühlern im Bereich 47 mm unterlegen. Und dieser hier, ja, holt alles raus, was 47 mm eben ermöglichen, gibt aber eben kompletten Spielraum, was soweit den Platz im Gehäuse angeht. Ja, wir haben nichtsdestotrotz 4 umgeschlagene Heatpipes. Also das Prinzip, ja, das hier der Blackridge eingeführt hat, ist ziemlich ähnlich, wenn wir uns das anschauen. Ja, die Frage ist bloß, 6 Heatpipes gegen 4 Heatpipes. Ja, wer wird hier das Rennen machen in dem Velka 7? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wir werden natürlich das Ganze einmal mit dem Standardlüfter, der hier drauf verbaut ist, testen, als auch mit dem Noctua. Und da bin ich auch gespannt drauf, zu sehen, wer besser abschneidet. Ja? Weil bis dato war es immer so, den Blackridge konnte man nicht mit dem Standardlüfter betreiben, weil der einfach sehr, sehr laut war. Und der Noctua, ja, der war einfach immer leiser. Von 500 bis 3000 RPM geht jetzt der Lüfter hier beim Panorama 2. Bewegt sich dieser hier ebenfalls bis 37 dB. An der Stelle selbe Lautstärke, 2800 RPM und von 800 RPM aus. Sprich, der hier hat immer in der leisesten Stufe 300 RPM höher gedreht und hatte einen niedrigeren Maximal-RPM-Bereich. Der hier von 500 bis 3000 RPM hat hier viel mehr Spielraum und kann deutlich leiser drehen. Ja? Denke ich, soweit eine gute Erkenntnis. Und dadurch, dass dieser Kühler hier eben so wenig Probleme beim Einbau macht, ist auch hier sämtlicher Support, LGA 1700, 1200, 1151er Sockel, alles soweit unterstützt. Und jetzt, ja, bevor wir weiter groß drüber reden, was diesen Kühler hier so toll macht, machen wir ihn doch auf. Let the table wind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin, I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? Girl, you are the devil, running through my mind. Entsprechend für AMD. Und da haben wir eben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die entsprechend so seitlich zu montieren, also längs vom Sockel links und rechts, ja, verlaufend. Oder aber die kurze Variante, die entsprechend von oben und unten greift. So ist das Ganze gemeint. Ja. Entweder die kurze Ausführung oder die lange Ausführung. Also das ändert dann natürlich auch die Ausrichtung vom Kühler, können wir uns jetzt mal anschauen. Je nachdem, ja, welches Gehäuse ihr habt, je nachdem, wie viel Platz euer Mainboard hergibt, können wir das eine oder das andere Setup verwenden. Hier übrigens der Lüfter, ja, der sieht sehr gut aus. Wir haben hier gummierte Seitenteile, die entsprechend das Ganze abkoppeln. Wir haben schöne schwarze Lüfterblätter. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Das Kabel verläuft hier einmal rundum. Ja, also Cable Management ist hier ziemlich, ziemlich gut. Wir könnten das Kabel da rausholen aus der Schiene, aber ich denke, wir werden das hier so drin lassen, einfach weil es dadurch erstmal schön kompakt ist. Und ja, hier sehen wir unsere 4 Heatpipes. Wir haben hier auch eine Shroud. Ja, also das Ganze wird hier wirklich gezielt gelenkt. Also die Luft, die hier an den Seiten sonst entweichen würde, kühlt hier explizit die Heatpipes. Ja? Also da steckt viel im Design drin. Genauso auch hier, der gesamte Airflow wird hier gelenkt, kann oben und unten aus den Finnen entweichen. Und ansonsten, ja, haben wir hier unsere Konstruktion hier fest montiert. Ja? Durch die Lüfter kann man hier die Schrauben sehen. Und so wird das Ganze auch montiert. Da kommt man dann einfach mit dem Schraubenzieher rein und kann dann sozusagen das Ganze fixieren. Ja, simpel und gut. Und jetzt schauen wir uns die Coldplate einmal an.
Ja, so schaut das Ganze aus. Richtig schöne Oberflächenbeschaffenheit. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Also enorm Plan. Aber jetzt mache ich mich erstmal dran, entsprechend den Alpenföhn Blackridge aus meinem jetzigen System rauszumontieren und den hier dann zu verbauen. So, und jetzt seht ihr, denke ich, am besten, wieso der Alpenföhn Blackridge hier in dem Welka 7 so genial ist. Ja, wir füllen einfach den gesamten Innenraum hier mit diesem Kühler aus. Und entsprechend, ja, gilt es herauszufinden, ja, was ist besser. Ja, ist jetzt zwar kein Review zum Welka 7, den Content dazu findet ihr natürlich auf meinem Kanal, aber das, was das Ganze hier so besonders macht, ja, wenn wir uns das anschauen, wir haben hier unser SFX-Netzteil und hier, ja, das Pass-Through von unserer RTX 4070. Also die Karte pustet ja im Design. Ich habe jetzt alle Kabel erstmal rausgenommen, damit ihr das Ganze hier besser sehen könnt. Ja, wir haben hier die 6 Heatpipes, die sind so nach oben hin umgeschlagen und zeigen nach oben. Und da seht ihr auch schon hier unsere Grafikkarte. Die ist nämlich auf der anderen Seite. Und so wie ich euch gerade gezeigt habe, ja, pustet die hier einmal quer durchs Gehäuse unten durch. Ja, zieht hier von dem Seitenteil hier die frische Luft durch den Kühler, ja, und kann sie dann hier hinten ausstoßen. So muss SFF sein. So, Freunde, wir haben jetzt hier den Alpenföhn Blackridge soweit im Open Testbench aufgebaut. An der Stelle mit dem Ryzen 7800X 3D. Der Prozessor ist geköpft und wir haben den Noctua NFA 9x14 drauf. Das Ganze ist mit automatischen Werkseinstellungen. Ja, wenn wir dann zum Beispiel den Panorama hier drauf montieren, der, ja, wenn wir uns das alleine so von der Fläche anschauen, einen deutlich geringeren Bereich von dem Board einnimmt. Ja, also der gesamte untere Bereich über der M.2 SSD als auch über dem Arbeitsspeicher, der wird wegfallen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier ist der Blackridge. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass soweit die Coldplate hier auch guten Kontakt hat. Die Coldplate von dem Alpenföhn Blackridge. Ja, also wir sehen soweit von der Montage her, ja, eigentlich alles soweit wunderbar. Ja, geht hier durch die Backplate durch. So, und wir werden jetzt hier erst einmal einen kleinen Probedurchlauf machen, ja, sozusagen mit der Wärmeleitpaste einfach nur in die Mitte, um zu sehen, wie sich das Ganze auf natürliche Art und Weise verteilt. Ja, so ein bisschen den Anpressdruck testen. Und ja, wie bereits gesagt, wir werden das Ganze so machen, dass wir hier den Kühler so montieren. So, und dann sitzt auch der Kühler soweit schon mal richtig stramm drauf. Ja. Wir sehen, wir haben hier definitiv genug oberhalb der M.2 Möglichkeit, heiße Luft auszustoßen. Aber da das gesamte Layout von diesem Heatsink-Stack sozusagen von der M.2 und dem Chipsatz hier eh sehr perforiert ist, dürfte das Ganze nochmal zusätzlich hier dem Ganzen soweit zugutekommen. Wie bereits gesagt, wir haben hier eben abgeschottet. Die heiße Luft wird nicht zur Seite gestoßen, haben hier aber auch noch genug Möglichkeit, kalte Luft an die Spannungswandler kommen zu lassen, kalte Luft hier an den Arbeitsspeicher rankommen zu lassen, aber nicht direkt an die Seite vom Speicher draufgepustet. Und der Großteil der heißen Luft, der wird nach oben hin ausgestoßen, entsprechend ja, hier durch das Stack nach oben gedrückt. Und ja, also mir gefällt das Ganze schon mal sehr, sehr gut. So, der Anpressdruck war auf jeden Fall richtig krass. Können wir soweit sagen, ja, der gesamte Prozessor war sozusagen bedeckt. Aber deswegen teste ich auch übrigens nicht mit der standardmäßigen Pi-Methode, also nicht einfach nur einen Blobs rein, sondern verstreiche die Wärmeleitpaste. So, jetzt mache ich mich auf jeden Fall erstmal ans Testen. Gut ausschauen tut er auf jeden Fall. Montage sehr, sehr leicht und vor allem ja, vom Anpressdruck wirklich optimal. Ja, Ersteindruck hat der Panorama 2 auf jeden Fall bestanden. Ja, wenn wir hier den Noctua, und zwar den NFA 9x14 an der Stelle in der Black Chromax Ausführung mit Low Noise Adapter, so wie wir ihn mit dem Blackridge betrieben haben, verbauen, ja, wird die Lautstärke nochmal ein bisschen abgesenkt und vor allem
mit Auto-Settings. Wie sieht dort die Kühlleistung aus? Schaffen wir es, den Blackridge zu schlagen und dabei leiser zu sein? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Ja, und dafür nehmen wir doch jetzt einfach mal den Lüfter hier ab. Übrigens, hier so sieht das Finstack aus. Wie ich schon gesagt habe, wir haben hier eben diese Shroud, die rund um die Heatpipes den Airflow schön zentral drauf hält. Und ja, ansonsten das schöne Finstack, was eben einmal ja, den Airflow schön nach oben hin verlaufen lässt und die ganze heiße Luft wegdrückt. So, Freunde, wir haben jetzt hier auf dem Panorama 2 entsprechend den Lüfter hier demontiert und den Noctua draufgeschraubt. Ja, sieht schon mal soweit ja, fast genauso aus wie vorher. Unvergleichbar leise, so wie der Noctua halt eben ist. Ja, in puncto Lautstärke und Temperaturleistung konnte der Panorama 2 hier voll und ganz mit dem Stocklüfter überzeugen, der aber eben doch relativ hoch dreht. Kann man natürlich alles im BIOS manuell einstellen, aber ja, wir können auch hier den Noctua mit Low Noise Adapter draufhauen und out of the box einfach bessere Ergebnisse erzielen und dabei die Temperaturen niedriger halten als mit dem Alpenföhn Blackridge. Es ist einfach das stimmigere Gesamtkonzept, lässt sich deutlich besser montieren. Entsprechend dürfte auch der Anpressdruck hier einer der Gründe sein, wieso hier der Panorama 2 trotz seiner kleineren Größe bzw. Oberfläche dann letzten Endes doch die besseren Resultate erzielt. So, wir sehen jetzt gerade hier den Noctua mit festen 1900 RPM drehen. Und was ich schon mal soweit sagen kann, das Geräusch, was bei rumkommt, ist niedriger bei selber Umdrehungszahl, wie wenn wir den Noctua hier auf dem Blackridge montiert hätten. Jetzt fragen sich wahrscheinlich manche von euch, wie ist das möglich? Es ist derselbe Lüfter, dieselbe Umdrehungszahl. Wie kommt dann ein leiseres Geräusch bei rum? Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber man muss sich überlegen, wie Lüfter arbeiten. Sie ziehen entweder Luft von außen und drücken sie durch das Heatsink, ja, also durch den Widerstand. Oder, wie es hier beim Blackridge der Fall ist, sie ziehen von außen die Luft durch das Heatsink, also durch den Widerstand. Ja, und der Hauptgeräuschpegel, der dabei zustande kommt, entsteht beim Blackridge dann eben dadurch, dass der Sog ja, ein anderes Geräusch macht, als hier sozusagen der Druck, der durch das Heatsink durchgeht. Ich hoffe, man kann das soweit nachvollziehen. Aber das zeigt einfach, ja, wir haben hier jetzt nicht nur 1-2 dB, Leute. Jetzt haben wir es ein für alle Mal getestet. Das ist der absolute neue 47mm King. Ich werde jetzt noch einmal fix überprüfen, wie die Temperaturen von der M.2 und dem Arbeitsspeicher waren. Alleine wenn ich hier schon den Finger reinstecke, hier ja, und nach da, dann spüre ich den Airflow vom Lüfter. Ja, der geht nämlich so durch. Und das dürfte hier die PCIe Gen 5 SSD kühlen, ja, als auch den Chipsatz und den Arbeitsspeicher, ja, beim Blackridge ist nämlich der Airflow genau anders. Der stößt hier sozusagen auf den linken Stick, ja, sprich durch diese Fan-Duct-Geschichte, ja, durch diese Blenden links und rechts, bekommt der Arbeitsspeicher bei dem Panorama keine Luft ab, ja, keine heiße Luft. Und kann entsprechend dadurch, dass er nicht verdeckt ist, hier auch sich, denke ich, besser
passiv kühlen. So, und jetzt sehen wir genau das, was ich gerade gemeint hatte. Ja, wir sind bei 1900 RPM, bei gleicher Temperatur, ja, wir sind bei etwa 91 Grad Celsius im Maximum. Wenn wir jetzt im Detail schauen, ja, dann sehen wir hier unsere Arbeitsspeicher- und M.2 Temperaturen. Hier die T700 von Crucial mit maximal 41 Grad Celsius. Der Arbeitsspeicher bei 37 Grad Celsius, der linke sogar fast 38. Ja. Schauen wir mal hier. Arbeitsspeicher bei 35 und 36 Grad, also hier schon mal ein bisschen niedriger. Viel, viel spannender aber die PCIe Gen 5 SSD an der Stelle mit 35 Grad zu 41 Grad sehen wir hier, dass der Panorama 2 ja, mit diesem direkten Airflow die M.2 SSD einfach 6 Grad Celsius niedriger halten kann. Und das ist, denke ich, in der Gesamtheit ja, für ein ITX-System wirklich bemerkenswert. So, Freunde, wir haben es jetzt alles wieder soweit zusammengebaut in dem Velka 7 mit dem Panorama 2. Und ja, ich bin mit dem Resultat wirklich sehr, sehr zufrieden. Cable Management soweit, denke ich, on point. Kann man hier, denke ich, nicht meckern mit der 4070 Founders Edition, ja, mit dem 12 Volt HPWR, 850 Watt SFX-Netzteil und eben dem neuen 47 mm CPU-Kühler King. Der sieht doch echt wie dafür gemacht aus. Ja. Und hier sind die Stammfüße. Das Gehäuse wird so stehen. Entsprechend mit den Finnen, so wie ich euch gesagt habe, ja, steigt dann hier oben die heiße Luft auf. Und ja, dürfte entsprechend optimal im Design sein. So, Freunde, ihr habt die Resultate gesehen. Der Panorama 2 konnte durch und durch überzeugen. Und damit habe ich, um ehrlich zu sein, am Anfang des Videos nicht gerechnet. Der Kühler ist trotz seiner kompakten Bauweise wirklich so gut in seiner Konstruktion, wie er die Luft ja, vom Airflow gebündelt auf den Prozessor richtet und dann entsprechend, je nachdem wie man den Kühler ausrichtet, ein ganz klarer Vorteil gegenüber dem Alpenföhn Blackridge, der einfach durch seine Bauweise eben etwas sperrig bzw. unflexibel ist. Ja? Es gibt eben nur eine einzige Möglichkeit, ihn irgendwie auszurichten, und wenn er passt, dann liefert er auch ab. Und gerade die Flexibilität auch auf 120 mm Lüfter aufrüsten zu können, gibt natürlich seine ganz eigenen Vor- und Nachteile. Aber mit 92 mm Lüfter und relativ beschränktem Platz ist einfach das Potenzial, was die Fläche vom Blackridge hergibt, definitiv nicht gegeben. Ja, zumindest nicht in einem System wie dem Velka 7. Da ist der Panorama 2 einfach durch und durch die bessere Wahl. Mit dem Noctua-Lüfter-Upgrade, auch die leisere Lösung. Ich denke, ich dürfte dem ein oder anderen hier mit dem Panorama 2 hier einige Fragen beantwortet haben. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann vergesst dem Video nicht, die Daumen hoch zu geben, und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.